Zuletzt bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. So habe ich einen neuen Pfad entdeckt, ja. Weiter geht's in einen größeren Raum. Oha, ein Riesenraum. Ein schwebendes Schiff, oder das ist das Wasser? Nee, das ist ein Abgrund einfach. Link, das Schiff sinkt. Rette dich. Hilfe. Ah, Hilfe. Was sind das denn für Gegner? It's Boss Time bei The Legend of Zelda Ocarina of Time Part 41. Wir gehen heute direkt zum Boss. Hier hinter dieser Tür lauert er zwar noch nicht, aber dafür hinter der nächsten. Und hier ist erstmal nochmal ein leerer Raum mit ein paar Plattformen. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Ich bin gerade auf dem Weg hierher, auf dem Schiff gegen den Stahlforst, noch gestorben. Das heißt, ich habe eine Fee weniger. Aber vielleicht finde ich ja hier noch eine. Wollen wir doch mal sehen. Aber erstmal, glaube ich, hier gibt es keine Truhe mehr, oder? Haben wir alle Truhen? Und haben wir alles Skulltulas? Alles Skulltulas haben wir. Alle Truhen ebenfalls. Dungeon zu 100% abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch der Boss. Und damit befreien wir, wenn wir den besiegen, auch die weise Impa. Let's go. Ah, hier ist auch noch nicht der Boss. Aber in dem Raum darunter. Gibt es hier noch irgendwas Geheimes? Sieht nicht so aus. Das heißt, wir stellen uns den Boss. Wer wird das sein? Wie sieht er aus? Wir fallen auf eine Trommel. Und es spielt. Wird gespielt von zwei Händen. Wir sehen bisher nur die Hände. Wie sieht der Boss aus? Da ist er, der Boss. Und er hat keine Hände, die abgehackte Hände und ein abgetrennter Kopf. Sehr toll. Und er ist unsichtbar, wie es aussieht. Ja. Ah, ich wurde gefangen. Ich wurde gefangen. Ja, toll, ich sehe ja nichts. Irgendwie ist das ein bisschen Verwirrung. So, die zwei habe ich auf jeden Fall schon mal getroffen. Ah, okay, ich habe nicht schnell genug reagiert. So geht es aber. Erstmal Hände betäuben. Okay, ich muss mehr mit dem Schild arbeiten. Mehr mit dem Schild arbeiten. Okay, hilft nichts. Okay. Gut, Schaden gemacht, habe ich ihm schon mal. Jetzt wieder auf die Hände gehen. Wir kriegen auch Pfeile bekommen. Immer wenn wir ihn treffen. Und ich lasse mich auch jedes Mal, jedes bescheuerte Mal von dem treffen. Gibt's ja nicht. Komm doch. Okay, wieder zweimal eine Sprungattacke Schaden gemacht. Wir kriegen sogar Energie. Schnell weg. Ich bin einmal mit seiner Attacke ausgewichen. Nice. Sagte er und wurde getroffen. Nice. Nimm das. Yes. Jetzt ist er wieder dran. Komm her. Ich treffe ihn nicht. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Och, was denn? Ah. Nice. Wieder richtig gut getroffen. Anvisiert. Und jetzt? Will er eine Abreibung? Eins. Und das war's. Schade. Aber trotzdem wieder einen Schaden gemacht. Das ist das Einzige, was zählt. Ihn abschießen, bevor er mir irgendwas machen kann. Anvisieren. Warten, bis er kommt. Und im letzten Moment schießen. Ja, das war viel zu spät. Viel zu spät. Ich dachte, dann ist er näher an mir dran. Ich muss nicht so ewig laufen. Kann ihm mehr Schaden machen. So habe ich ihm keinen Schaden gemacht. Geht auch. Komm her, komm her. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Fünf Schaden gemacht wieder. Nice, aber wie viel hält er aus? Der hat schon voll viel hält er aus. Und muss noch irgendwas anderes machen. So, irgendwie ist es auch einfach, weil man ihn immer schnell treffen kann. So, komm her. Ich hab doch getroffen. Oh, ich bin Game Over. Aber ich habe eine Fee.
Zum Glück habe ich eine Fee, die heilt mich nochmal komplett. Aber ich habe doch geschossen. Aber okay. Link braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Vor allem wahrscheinlich, weil die Trommeln immer hoch und runter gehen. Kann es sein? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er? Da. So. Ihn habe ich getroffen. Ach, das Auge der Wahrheit muss ich natürlich auch anmachen. Und nimm das. Und damit ist er da. Das war der letzte Treffer. Und natürlich habe ich mich vorher nochmal abzocken lassen und habe alle Leben verloren. Die Fee musste her. Aber ich hatte eine Fee, immerhin. Und der Boss, das ist der Typ, der hier Leute auf eigene Hand gefoltert hat, um die Magie zu erforschen. Er, seitdem, als er verbannt wurde, oder als es entdeckt wurde, wurden ihm für seine Taten als Symbol seine Hände abgehackt, wie wir hier sehen. Und sein Kopf wurde auch abgehackt. Ja, und dann wurde er zum Schattendämon, den wir jetzt besiegt haben. Und damit befreien wir Impa. Und es gibt einen neuen Herzcontainer. Auch nice. Und da ist er. Und ich hatte nur noch 2 Pfeile. Ich habe es echt mit 30 Pfeilen hingekriegt. Ah, komm her. Ah, denn der andere? Ne, der ist auch schon weg. Hier gibt's nichts mehr. Dann ab ins Licht. Und in dem Kristall. In die Halle der Weisen. Mal schauen, ob es Impa gut geht. Ob alles hier gut verläuft. Okay, wir sind immer cool, immerhin gut angekommen mit unseren Schwebeboots. Und da ist Impa. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Link. Denn ich bin nicht allein, Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Sheikas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf dem Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrule's König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehütetsten Schatz der Königfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist, geh nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Und damit bekommen wir unser nächstes Abzeichen für den nächsten geschafften Dungeon. Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Bitte suche die Prinzessin. Ich dachte, sie weiß, wo sie ist. Warum sagt sie es mir nicht? Vielleicht ist sie unsicher? Vielleicht könnte es dann zu Ganondorf geraten? Aber eigentlich ist es doch die Halle der Weisen und da wird doch Ganondorf keinen Zugriff haben, oder? Ja, keine Ahnung. Na gut, dann werden wir uns jetzt noch in dem Part, ich weiß nicht, der Story, nicht unbedingt, vielleicht noch ein paar Sidequests und paar Aufgaben widmen, zum Beispiel dem Bogenschießen hier in Hyrule, in Kakariko, wo wir noch irgendwas gewinnen können. Und in Hyrule Stadt, dieses Schleuderschießen. Oh nice, richtig spontan noch beide getroffen. Schaffe ich das? Ja, ich sag nichts. Als ob ich das fürs Try schaffe. Vor allem, wenn ich es jetzt sage. Oh, 3 Pfeile für den verschwendet.
Ah, dumm! Aber ich darf umsonst nochmal. Bei 8 darf man nochmal umsonst. Yes! Ich hab's geschafft. 3. Versuch. Ging eigentlich super. Nimm dieses einzigartige Präsent an dich. Es ist der große Köcher. Jetzt kannst du insgesamt 40 Pfeile tragen. Wow. Okay, das ging ja echt schnell. Irgendwie habe ich das gar nicht erwartet, dass es so schnell geht jetzt. Gibt's hier noch mehr? Muss ich mal schauen. Vielleicht probiere ich nochmal weiter. Aber erstmal. Na, danke für den Köcher. Nice. Oh. Hier ist, glaube ich, was wir noch nicht haben. Schatzkistenpoker. Machen wir nachts, okay? Aber gab es nicht noch dieses Bomben-Minispiel mit der Bomben. Die Tür lässt sie nicht öffnen. Irgendwo war doch noch dieses Bomben. Krabbelminen-Minispiel, meine ich natürlich. Oh, hier gab's doch noch was. Ich habe meine Munitionstasche für die Dekokerne vergrößert. Nice. Ich dachte, ich hätte hier schon was bekommen, aber irgendwie hatte ich auch ein Gefühl, dass ich hier nur Rubine bekommen hatte. Und dachte mir, ich probiere es lieber nochmal. Hat jetzt ein paar Versuche gebraucht. Nicht übelst lange, aber ein bisschen schon. Und tatsächlich gibt es hier eine Munitionstasche für Dekokerne, die man eigentlich eh kaum braucht. Aber egal. Ist es eine Krabbelmine, die ich gewinnen kann? Nice, so geht das. Man kann es über die Wand machen. Nicht über den Boden, dass man da die Hühner noch im Weg hat, sondern einfach über die Wand. Und ich habe eine Krabbelmine gewonnen. Ein Herzteil! Okay, jetzt muss ich mich anstrengen. Immerhin gibt es keinen Zeitdruck. Hä? Hä? Was war das denn? Ah, ich bin dumm.
Und eine Bombentasche gibt's ja auch, oder was? Oh, nice. Endlich auch das geschafft. Und das gibt eine größere Bombentasche, so wie ich das gesehen habe, oder? Jetzt kann ich insgesamt 30 Bomben tragen. Und ich möchte nochmal spielen, weil es gibt noch ein Herzteil. Wer braucht 50 Rubine? Ja, die beste Taktik hier bei dem Spiel ist eigentlich zu warten, bis die beiden Hühner aus dem Weg gehen und dann noch ein bisschen hoffen, dass sie nicht wieder in den Weg reingehen. So also ein bisschen abschätzen und dann kann man das auch hinkriegen. Über Wände und so, so komisch, mit einem komischen Winkel geht's auch, aber sollte man nicht versuchen. Einfach warten und Geduld haben. Oh yes, er hat perfekt Platz gemacht, der Huhn. Und wir kriegen endlich das lang ersehnte Herzteil. Und ich weiß nicht, ist das ein neuer Herzcontainer oder? Oh, Telefon. So, was ich sagen wollte, ich glaube, es ist ein neuer Herzcontainer. Und nein, ich möchte nicht nochmal spielen, es reicht. Oh Mann, ich verschone die Hühnerbissen. Es werde Nacht. So, da sind wir doch in der Truhenlotterie. Da, den Typ haben wir noch nie gesehen. Moin, wie geht's? Öffne eine Truhe und voila! Findest du einen Schlüssel, darfst du den nächsten Raum betreten. Links oder rechts? Probier es aus! Zentrum wieder, pro Spiel, machst du mit? Ja, mach ich. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Und zwar bekommt man den Schlüssel außerhalb eines Dungeons. Krass. So, Frage, links oder rechts? Wir können uns für einen entscheiden. Wir nehmen einfach mal die hier, die rechte. Und wir bekommen einen Rubin. Wir hätten weitermachen können, hätten wir die andere Truhe geöffnet. Aber hier gibt es einen Trick, und zwar... Ach so, und wenn wir es geschafft haben, oder auch nicht geschafft haben, müssen wir zum Resetten einmal rausgehen und wieder reingehen. Aber es gibt einen Trick, wollte ich sagen. Und zwar kann man, ja, erstmal wieder das Spiel starten, den Schlüssel bekommen. Man kann das Auge der Wahrheit nehmen und dann sieht man, oh, eine Rubin. Und hier vorne ist ein Schlüssel. Dann können wir einfach die öffnen und dann haben wir einen Schlüssel. Man kann einfach durch die Truhen durchschauen mit dem Auge der Wahrheit. Gecheatet vielleicht ein bisschen, aber die Wahrscheinlichkeit war ja eben noch 1,5, jetzt ist sie schon 1/4. Also es ist schon gut. Ich glaube, diesmal hätte ich die genommen. Ja, ist auch richtig. So, jetzt die Wahrscheinlichkeit schon 1/8. Ich hätte, glaube ich, wieder die genommen. Ja. Boah, ich hätte es sogar geschafft ohne. Und die Rubine werden auch mal mehr, aber... Ist nur ein Trostpreis. Wir wollen nur die richtigen Preise. Den Schlüssel. So, 1/8 ist die Wahrscheinlichkeit. Wenn wir weitergehen, ich glaube, jetzt hätte ich die vordere genommen. Ah, wäre aber falsch gewesen.
Jetzt ist ein 16. Next Room, das ist der 5. Raum und das ist der letzte, oder? Nee. Da hätte ich die vordere genommen. Ah, schade, der hintere, okay. Jetzt ist schon ein 32. Das sind, muss ich mal ausrechnen. Wie viel Prozent? Vielleicht blende ich es ein. Und das ist der letzte Raum. Und da befindet sich ein Herz dann in der Truhe. Nice, okay. Immerhin haben wir uns gespoilert mit dem Herz. Kann man, aber das kann man nur bei Truhen hier jetzt machen. Nicht jetzt denken, oh, das geht jetzt bei allen Truhen und so. Nein, das ist nicht möglich. Und wir kriegen jetzt den neuen Herzcontainer. Okay, war doch sehr erfolgreich mit den Minispielen. Und der Boss. Und deswegen sage ich schon mal danke fürs Ansehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es zu den Gerudos geht. Bei den Gerudos waren wir auch gar nicht in der Wüste. Und da geht es jetzt aber dann beim nächsten Mal sicher hin. Und auch in Richtung letztem Dungeon. Und danach schon zum Finale. Es wird spannend. Bleibt dran. Und bis zum nächsten Mal.